Dann ein herzliches Willkommen hier bei der Bits und Bäume, bei dem Vortrag von Markus Tiede von der FH in Bern. Das Thema, was macht dein Unternehmen mit Open Source Software? Ignorieren, nutzen oder gar mitwirken? Ich gebe das Wort weiter. Vielen Dank. Schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass trotz der späten Stunde und trotz des Sonntags einige den Weg hierher gefunden haben. Ich hoffe, dass die nächsten 40 Minuten nicht ganz langweilig werden, vielleicht ein bisschen interaktiv werden. Wir werden was gemeinsam machen. Stehen ja schon ein paar Fragen im Raum. Es geht um etwas, was ich die letzten zwei Tage, für mich ist das die erste Bits und Bäume, gelernt habe, hier vielleicht nicht unbedingt so im Fokus steht, Unternehmen und den Umgang mit Open Source Software in Unternehmen. Und ich nehme einfach an, dass zumindest die jetzt gekommen sind, in Unternehmen arbeiten oder in Unternehmen schaffen. Ansonsten können wir gerne problemlos den Begriff auch etwas weiterfassen, einfach die Organisation, für die ihr tätig seid. Da werde ich an euch nachher ein paar Fragen richten und stellen und es wäre schön, wenn ihr ein bisschen mitmacht. Also vielleicht da schon mal als Vorwarnung, es muss nicht unbedingt auf die Begrifflichkeit des Unternehmens nur beschränkt werden. Dann alle Inhalte, die ihr seht, ich bin selber Softwareentwickler, Informatiker, verliere gleich noch zwei, drei Worte zu mir, sind Quelle und offen hinterlegt, stehen unter einer freien Lizenz. Wer mitlesen möchte auf dem Handy oder ähnliches, könnt gerne den QR-Code abfotografieren, war ansonsten sehr wahrscheinlich auch schon auf der Nextcloud abgelegt, den Foliensatz. Denn wir werden auch gemeinsam einfach eine ganze Reihe von verschiedenen Ressourcen uns anschauen, die es gibt, für die Einschätzung des jeweiligen Maturitätsgrads von Unternehmen. Und da ist vielleicht ganz praktisch, mir geht es zumindest immer so, dass man gleich mitklicken möchte, mit nachlesen möchte und vielleicht das eine oder andere Bookmark setzen möchte. Von daher lasse ich vielleicht nochmal ganz kurz die Folie 3 Sekunden offen, falls das jemand nutzen möchte. Falls nicht, es ist jetzt zu spät und ich verliere noch zwei, drei Worte zu mir. Mein Name ist Markus Tiede, ich bin Softwareentwickler, arbeite seit mittlerweile 2 Monaten am Labor für digitale Nachhaltigkeit oder auf Englisch Digital Sustainability Lab, DSL, am Institut für Public Sector Transformation in Bern in der Schweiz. Vielleicht noch ein Hinweis zu den Slides auch. Wie gesagt, es gibt jede Menge Referenzen. Wenn ihr wissen wollt, was ist das DSL, was ist das IPST, wer ist der Markus? Alles, was blau ist auf den Folien, könnt ihr klicken, sind Links, gibt es weiterführende Informationen. Ein Teil davon werden wir uns gemeinsam anschauen. Neben dieser in Anführungsstrichen beruflichen Tätigkeit oder berufenen Tätigkeit engagiere ich mich in verschiedenen NGOs in der Schweiz oder verschiedenen Aktivitäten in der Schweiz. Unter anderem bin ich im Vorstand des Vereins CH Open. Das ist so die kleine Schwesterorganisation von der OSBA, die vielleicht der eine oder andere kennt hier in Deutschland. Wir machen alle möglichen verschiedenen Formate in der Schweiz von Events und Communities zusammenzubringen. Unter anderem veranstalten wir die Konferenz für digitale Nachhaltigkeit, auch so den kleinen Ableger der Bits und Bäume, aber mehr mit Fokus auf Bits als auf die Bäume. Die DINACON. Es wird in Bern eine DINACON Kompakt geben am 23. November. Wer vielleicht zufällig in der Schweiz ist, um den Zeitraum rum, wäre ich froh, wenn wir uns wiedersehen würden. Eben ähnliches Format, ähnliche Themen, etwas anders organisiert. An diesem Jahr mit einem Halbtagesformat und kein Ganztagesformat. Wir machen eine kompakte Variante, weil wir so ein bisschen Pandemie geschädigt waren. Wir haben 2 Jahre lang in der Pandemie weiterhin die Konferenz auch durchgeführt. Das war mit ein oder anderen Umständen verbunden. Ansonsten meine professionelle Karriere seit 2008 hat bei der Eclipse Foundation begonnen. Wem sagt die Eclipse Foundation was? Hat da schon mal was von gehört? Wow, ich bin beeindruckt, okay, sehr gut. Weil auch da werde ich noch ein paar Referenzen nachher zu geben und einiges stammt eben aus der Erfahrung, oder die ich heute mit euch teilen möchte, aus der Zeit bei der Eclipse Foundation. Ein Teil stammt einfach aus der Erfahrung danach bei einem der drittgrößten Altspartenversicherer der Schweiz, bei der Basler Gruppe. Da habe ich auch noch einige weiterführende Links. Gut, jetzt, wie schaut's aus? Man reicht so ein Proposal ein, wie den Vortrag hier auf der Bits und Bäume, bei einem in Anführungsstrichen etwas unbekannten Publikum. Eine unbekannte Mischung, gerade diese Bäume, wie gesagt, ist für mich und die Thematik etwas neu. Und das Proposal wird angenommen und dann schaut man rein, was habe ich denn da eigentlich versprochen? Ja, welches Highlight wollte ich denn da eigentlich setzen? Und ich habe jetzt einfach nochmal mitgebracht, was ihr auch in der Beschreibung versprochen bekommen habt. Ich habe gedacht, wir zerlegen das vielleicht gemeinsam ein bisschen.
in die jeweiligen Punkte, wie wir sie abarbeiten wollen. Ja? Dass also wirklich ihr nachher sagen könnt, check, 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 das hat er geliefert, das hat er mir beantwortet. Und ich hoffe auch, dass wir im Anschluss des Vortrags vielleicht noch 10 Minuten für Fragen und Antworten haben. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir landen zeitlich, aber dafür soll am Ende auch ein bisschen Zeit sein. Also, wir werden uns als allererstes anschauen, die Fragestellung, die im Raum steht, wo steht dein Unternehmen im Bereich Mitwirken, im Bereich Open Source Software? Nutzt ihr es nur? Ignoriert ihr es oder schafft ihr irgendwie mit? Dann werden wir so ein ganz, ganz, ganz leichtgewichtiges Maturitätsmodell kennenlernen, also ein Modell, wo man daraus ableiten kann, bin ich da eher Novize in dem Umfeld oder bin ich schon der Experte? Ja? Ein ganz leichtgewichtiges Modell. Dann werden wir uns anschauen, wenn man sich in diesem Modell bewegt, was man an Vor- und an Nachbedingungen beachten muss, um da halbwegs gut drin navigieren zu können und jeweils den nächsten Schritt tätigen zu können. Und am Ende versuche ich euch nochmal einen Einblick zu geben, eben woher stammen diese Erfahrungen, was gibt es da an konkreten Materialien, die ich mit euch teilen kann und auch nochmal ein bisschen auf der Metaebene, genau, also losgelöst von der konkreten Erfahrung, die etwas kondensierten und abstrahierten Modelle dahinter. Aber alles Schritt für Schritt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was macht dein Unternehmen mit Open Source? Und auch die Software können wir von mir aus gerne in Klammern setzen. Was macht euer Unternehmen mit Open Source Software? Ignoriert ihr es? Nutzt ihr es? Wirkt ihr mit? Oder habt ihr vielleicht sogar im Unternehmen strategische Ziele, die damit verknüpft sind? Ja? Die Frage steht jetzt ganz am Anfang im Raum. Und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, die gemeinsam füreinander und miteinander zu beantworten. Und zwar gibt es dafür eine kleine Anleitung. Und ich finde es super, wenn ihr mitmacht. Und zwar, ich habe hier den Stuhl mit draufgenommen. Ihr müsst euch leider von selbigen vielleicht erheben und dadurch vielleicht das eine oder andere Signal geben, wenn das in Ordnung ist und wenn ihr in der Lage seid, aufzustehen. Aber ich glaube, hier mit den Gegebenheiten ist das sowieso gegeben, dass das Sitzen und das Stehen möglich sein sollte. Also, die erste Frage ist, denkt mal kurz nach, ist euch bewusst, dass ihr im Unternehmen oder in der Unternehmung oder in der Assoziation, wo ihr unterwegs seid, Open Source Software einsetzt? Und wenn ihr sie einsetzt, dann steht doch gerne mal auf. Wow. Ja, also jeder, der es so für sich beantworten kann, darf gerne aufstehen. 2, 4, 6, 7. Wow, okay, das sind 80%, sogar 80%, denen das bewusst ist, dass sie Open Source Software einsetzen. Dann die nächste Frage, genau, kurz stehen bleiben bitte. Die nächste Frage, wer weiß, wer wirkt mit oder wer weiß, dass sein Unternehmen an Open Source Software mitwirkt oder Open Source Artefakten mitwirkt? Also sie nicht nur nutzt, sondern mitwirkt. Genau, der sich nicht sicher ist und sagt, bin ich mir nicht sicher, da darf sich gerne setzen. Und die sich jetzt vielleicht hingesetzt haben oder sitzen geblieben sind, können vielleicht mal schauen, weil natürlich, ihr habt jetzt hier auch schon Ansprechpartner von Personen, die wissen, wie Open Source Software im Unternehmen nicht nur eingesetzt wird, ja, sondern auch, wie man daran mitwirken kann. So, und jetzt last but not least, das war in der initialen Fragestellung nicht dabei, wer setzt denn strategisch auf die Freigabe von Open Source Software und bleibt vielleicht noch stehen? Okay, sehr gut, jetzt haben sich alle hingesetzt. Aber dann ist das vielleicht auch so ein neues Puzzlestück, was ich heute noch mitbringen kann, ja, wo ich vielleicht sagen kann, welche Unternehmen machen das heutzutage, also wirklich strategisch Open Source freizugeben. Und ihr habt das gerade alle schon automatisch gemacht, ihr habt euch hingesetzt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Mitwirken und für das bisschen Aktivieren, wie gesagt, am Ende des Tages. Und was ich darüber hinaus noch für euch dabei habe, ist eine kleine Antwort, ja, die ihr euch gerade selber gegeben habt. Und zwar, wenn ihr Open Source Software entweder einsetzt, daran mitwirkt, und wir haben schon gemerkt, strategisch verankert ist es nicht, dann erfüllt ihr gleichzeitig eine ganze Reihe von Kriterien der sogenannten digitalen Nachhaltigkeit. Ja? Eigentlich habt ihr, glaube ich, auch in der Ausschreibung im Abstract vom Talk versprochen bekommen, dass Matthias auch noch mit dabei ist. Matthias hat seine Doktorarbeit zum Thema digitale Nachhaltigkeit in der Schweiz geschrieben und federführend diesen Begriff in der Schweiz geprägt. Ich habe hier unten, alles blau sind Links, könnt ihr gerne draufklicken und nachlesen, mal die Wikipedia-Seite verlinkt zum Thema digitale Nachhaltigkeit.
Und alleine die, die jetzt schon die Antworten bejaht haben, nutzen und mitwirken. Ihr habt implizit eine ganze Reihe von Checkmarks, ja, von sagen wir mal, sanften Signalen für Checkmarks bei der nachhaltigen Bewirtschaftung von digitalen Gütern. Dafür steht das Konzept der digitalen Nachhaltigkeit. Vielleicht für den, der gerne Sudoku spielt, der sieht ganz schnell, da waren nicht alle Zahlen vertreten. Es gibt 10 Nachhaltigkeitskriterien. Es fehlen die semantischen Daten, also auch die Freigabe von Daten. Open Data, das Konzept, steckt im Bereich Open Source nicht direkt mit drin. Und auch der Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, den kann man nicht unbedingt mit den relativ trivialen und einfachen Fragen beantworten. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir kommen wieder ein wenig zurück thematisch. Und zwar auf die 3 Fragestellungen, die eingangs auch schon im Abstract mit drin waren. Nutzen, mitwirken. Mitwirken im Sinne von Upstream Contributions. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Mal einen Bug melden, mal die Dokumentation verbessern. Oder vielleicht sogar gleich die Implementierung für den Bug. Und dieses Gedanken, ist das eigentlich bei mir im Unternehmen strategisch verankert? Ja? Was sind das für Fragestellungen? Was ist das für ein Ansatz? Das ist im Prinzip schon die Beantwortung des Maturitätsmodells, was ich heute mit euch benutzen möchte. Ja? Also wenn man sich anschaut, was benutzen größere Foundations, und wir werden gleich noch 2 Ansätze sehen, was nutzen Foundations für ein Herangehensmodell, um in Unternehmen zu hinterfragen, wie der Adoptionsgrad und der Adaptionsgrad von Open Source Software ist, dann stellen Sie im Prinzip genau diese 3, 4 Fragen. Ja, es gibt noch bestimmte Differenzierungen, die man im Bereich strategisch tätigen kann. Ja, denke ich strategisch auch schon in Richtung Partnerschaften oder denke ich strategisch für mich auf mein Unternehmen bezogen. Aber im Prinzip kann man sagen, ihr habt für euch eure Standortbestimmungen für euer Unternehmen schon mal gemacht, ja, und könnt dann schauen, jeweils in welcher Stufe ihr steht. Es gibt gleich eine ganze Reihe von Materialien, was ihr vielleicht schon an Fragen beantworten können solltet oder was so die nächsten Fragen wären für die nächste Stufe, wenn ihr zum Beispiel contributen wollen würdet oder das Ganze strategisch verankern wollen würdet. Und zwar hier vielleicht 2 Referenzmodelle, die sich plus minus gleichen. Wie gesagt, ich habe von 2008 bis 2015 indirekt bei und mit der Eclipse Foundation an Open-Source-Projekten mitgewirkt. Und ich glaube, dieses Modell haben sie in der Form und mit der schicken Grafik das erste Mal 2018 veröffentlicht. Da spiegelt sich genau das wider. Ja? Also sagen sie, die Frage habe ich jetzt nicht gestellt, weil ich niemanden bloßstellen wollte, aber seid ihr so im Bereich Deny? Ja? Also sagt ihr, Open-Source brauche ich nicht, interessiert mich nicht, nutze ich auch nicht. Diese implizite Beantwortung ist übrigens meistens falsch, weil so die normale Quote von der Nutzung von Open Source Software, ob wissentlich oder unwissentlich, liegt bei ungefähr 80%, auch in proprietärer Software. Aber sei es drum. Und man stellt sich dann häufig die Frage, bin ich eigentlich Nutzer? Wirke ich schon mit? Mache ich Contributions? Bin ich so abgestimmt mit anderen Businesspartnern oder alleingelöst, so Engineering-getrieben unterwegs und habe so ein eigenes Highlight-Projekt? Genau, oder gehe ich so in den Bereich Strategic Invests? Wenn man sich das Ganze bei der nächstgrößeren Open Source Foundation anschaut, nämlich bei der Linux Foundation, dann sieht das dort sehr ähnlich aus. Ja, manchmal sind es 5 Quadranten, in denen man denkt, manchmal sind es 4 Quadranten, in denen man denkt. Aber im Prinzip ist das Thema immer wieder das Gleiche. Ich muss mich hinterfragen, bin ich der Nutzung von Open Source Artefakten exponiert? Bin ich also irgendwie Consumer? Oder spiele ich in dem Ökosystem schon irgendwie eine aktive Rolle? Spiele ich da mit? Oder gehe ich, das ist dieser Champion-Gedanke wieder, gehe ich da irgendwie federführend voran in dem einen oder anderen Gebiet. Und hier möchte ich einen Link mit euch teilen. Und bitte versucht den nicht so direkt im Browser einzugeben, weil das funktioniert nicht. Dem aufmerksamen Beobachter wird nämlich auch auffallen, dass die Punkte hier und der Slash hier schwarz ist. Das heißt also, hier hinter verbirgen sich 3 Links. Ja? Und die Linux Foundation, ich möchte den ersten vielleicht mal öffnen. Und zwar haben sie das Konzept rausgebracht, das da heißt Open Source Program Office. Und Open Source Program Office im Prinzip, wenn ich im Unternehmen bin und stelle diese Fragen, dann brauche ich auch Antworten. Ja, also dann kann ich nicht nur mit Fragen kommen, sondern muss ich den einen oder anderen Punkt auch mal beantworten können. Und wie so eine Blaupause an Antworten finde ich in den Vorlagen eines Open Source Program Offices von der Linux Foundation herausgebracht. Jetzt ist diese sogenannte Landscape etwas klein, aber wir versuchen mal ein bisschen rein zu scrollen. Und dann, wir haben ja heute das Thema im Titel gehabt, Unternehmen.
dann sehen wir schon, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit lassen und mal so durch die Zeilen blättern, dass da doch das ein oder andere relativ große Unternehmen dabei ist, was sich irgendwo mit dazu einreiht. Mitunter halt sehr große, in Anführungsstrichen, Unternehmen, Investmentunternehmen wie BlackRock, sind jeweils hier von diesem Konzept, was ich euch heute vorspreche und mitgebracht habe, ein Adapter und implementieren das in ihren Unternehmen. Ja. Zurzeit, also auch mit der Fahrt hier hin zur Bits und Bäume, kam uns von der Berner Fachhochschule eben auch die Idee, hey, warum stehen wir hier eigentlich nicht drauf? Die einzige Forschungsinstitution für Higher Education, die es zurzeit gibt, die hier drauf ist, ist das Rochester Institute of Technology, aber die BFH ist noch nicht drauf. Also nächstes Jahr, wenn ich wieder zu Bits und Bäume kommen darf und nochmal ein bisschen was zum Thema Open Source erzählen darf, dann hoffe ich, dass wir hier auch die Berner Fachhochschule mit vertreten haben werden. Aber sei es drum, das ist eine sehr gute Landkarte, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wer adaptiert denn dieses Konzept, Open Source im Unternehmen zu skalieren und auch zu vermarkten und Antworten bereitstellen zu können, sodass das Mitwirken an einer Allmende möglich ist. Gut, dann gibt es, das war der Punkt Landscape, dann gibt es die To-Do-Group. Die To-Do-Group ist im Prinzip eine Arbeitsgruppe der Linux Foundation. Das Akronym To-Do steht für Talk Openly, Develop Openly. Ja, also nicht nur reden, sondern auch machen und beides offen. Und die haben auch super Ressourcen auf der Webseite todogroup.org. Unter anderem haben sie Guides, haben sie eine jede Menge Anleitungen, je nachdem, wo ihr steht, was ihr euch für Fragen stellen solltet, wie man die beantworten kann und auch wie die andere Unternehmen beantwortet haben. Wir gucken uns jetzt nicht die Seiten gemeinsam an. Schaut da mal drauf, wenn euch die Antworten interessieren. Und wenn ihr losgelöst davon das kleine 1x1 im Englischen 101, das kleine 1x1 des Open Source Program Managements oder Office lernen wollt oder transportieren wollt, gibt es sehr gute Education Resources auf ospo101.org. Steht unter freien Lizenzen, kann man einfach verwenden. Ich benutze das jetzt selber dieses Jahr das erste Mal in der Vorlesung. Ich gebe in der Berner Fachhochschule auch die Vorlesung für Open Source Program Management oder Open Source Software Management. Und da steht im Kern auch diese Konzepte, die dort freigegeben sind. Sehr gut. Das ist so Kapitel 2, ja, was wir eigentlich schon mit der ersten Übung für einen selber beantwortet haben und hier nochmal die Antwort auch getragen durch die jeweiligen Open Source Foundations, die hier gerade auch in Europa sehr aktiv sind. Jetzt habe ich mir gedacht, und wenn wir eingangs nochmal auf die Quellen schauen würden, dann werdet ihr sehen, also ich bin immer ein Freund davon, also wirklich die Quellen auch mit zu veröffentlichen, weil in Quellen steckt natürlich auch sehr viel drin, zum Beispiel wie ich diesen Vortrag hier vorbereitet habe. Und das Kapitel 3 hatte ich noch nicht vorbereitet bis gestern Abend. Ja, ich wusste noch nicht genau und auch weiß auch jetzt noch nicht genau, was ich euch an der Stelle erzählen kann und darf, sodass das bei euch irgendwie eine Aktivierung auslöst. Ja. Ich versuche es mal mit dem, was jetzt als Folgendes kommt. Gebt mir dann gerne Feedback. Ich hab zwei Inputs an der Stelle mitgebracht und habe auch provokativ drunter geschrieben, Vor- und Nachbedingungen, Empfehlungen im digitalen Zeitalter. Und ich habe mal Dinge genommen, die schon längst gab vor dem digitalen Zeitalter. Und zwar die Mengenlehre. Wir haben gerade abstrakt gesehen in beiden Modellen, sowohl bei dem Modell der Eclipse Foundation als auch beim Modell der Linux Foundation, die auch auseinander entstanden sind, mit zeitlicher Korrelation. Es gibt immer quasi so ein räumliches Denken in, wir nutzen eine Menge von Open Source Software, wir wirken mit bei einer Menge von Open Source Software. Ja, wir haben das eine Teil der Open Source Software bei uns strategisch verankert. Und als ich mich anfangs, das ist ungefähr 4 Jahre her, mit diesen Maturitätsmodellen, wirklich gleichgewichtigen Maturitätsmodellen im Unternehmen beschäftigt habe, die hat einfach meine Denke, okay, ich bin jetzt in Zustand A, welcher auch immer der für euch ist, und ich möchte in Zustand B. Ja, ich möchte irgendwie es ermöglichen, dass mein Unternehmen auch contributen kann, das auch strategisch verankert. Ja? Und in meinem Kopf war das immer ein, du bist in A, du musst nach B. Eine wichtige Erkenntnis, und das ist die erste von zwei, die ich heute mitgebracht habe, eine wichtige Erkenntnis ist, dass es einfach die Schnittmenge ist. Sobald ihr Open Source und die Adoption von Open Source bei euch im Unternehmen verankern wollt, dann seid ihr nach der Verankerung zum Beispiel vom Contribute nicht nur beim Contribute, sondern ihr seid beim Use und Contribute. Ja? Und wir gehen jetzt heute nicht allzu stark in diese Themen rein, aber ich habe mal drei Links mitgebracht.
Das Ganze geht nur gerade in größeren Unternehmen, wenn man an der Stelle anfängt zu automatisieren. Ja, also denken wir uns mal, A ist Use und B ist Contribute. Ja? Dann müsste ich ja zum Beispiel erstmal A im Use-Umfeld, im sogenannten Inbound, also nach innen gerichtete Nutzung von Open Source. Also Open Source kommt von außen in mein Unternehmen hinein. Ja? Müsste ich ja wissen, wo habe ich da Abhängigkeiten? Ja? Wo nutze ich überhaupt Open Source? So, kleiner Fun Fact an der Seite, ich habe es vorhin schon kurz erläutert. Natürlich, die Präsentation heute hier ist quelloffen, habe euch den Link schon gezeigt. Wer hat der eine oder andere schon aufgerufen? Und ich benutze auch ein Open Source Präsentationsframework. Ja, also das sind keine PowerPoint Slides, das sind auch keine LibreOffice Slides. Das ist Reveal.js, ein JavaScript Framework. Und wenn ich jetzt nur mal schaue, Reveal.js ist die Technologie. Und wenn ich jetzt mal nur in den Dependency Graphen dieses Präsentationsframeworks, was ich gerade nutze, um euch diese Folieninhalte zu vermitteln, wenn wir da reinschauen, dann gibt es also im Ökosystem von Node und Node Packages, dafür steht dieses NPM und diese Package JSON Log, da gibt es eine Beschreibungssprache. In dieser Beschreibungssprache kann ich eben sagen, was brauche ich an Open Source Libraries und an Dependencies, an Abhängigkeiten. Und dann sieht man die Präsentation, das Framework, was ich hier nutze, was einfach nur Markdown für euch zur Anzeige bringt und zentriert, könnte man meinen. Ja, das hat 722 Einzeldependencies. So, wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, was License Compliance bedeutet, also nicht nur Open Source Lizenzen kommen mit Rechten, ja, ich kann das abwerten, nicht abwerten gemeint, ich kann das Zeug benutzen, ja, ich darf das Zeug benutzen, aber ich habe natürlich auch Pflichten. Ja, ich habe mindestens die sogenannte Attributionspflicht. Ich muss sagen, hey, ich nutze hier was, Dankeschön. Übrigens, das steht unter der Lizenz und ihr findet das da und da. Gut, das müsste ich jetzt an 722 Stellen tun, zum Beispiel für diese eine Präsentation. Okay. Da kommt man schon relativ, also wenn man nur Open Source nutzt, einfach nur eine Frage, mit der ihr nach Hause gehen könntet, habe ich so ein Inventar von Open Source Artefakten, die überhaupt bei mir im Unternehmen im Einsatz sind, wenn ich es denn nutze. Ist das inventarisiert? Und kenne ich nicht nur meine Rechten, sondern auch die Pflichten, die damit einherkommen, wie schon erwähnt. Thema Dependency Management. Es gibt viele verschiedene Technologien, in denen das relevant ist. Das war jetzt eine Web-Technologie, aber es gilt genauso, wenn ihr einen Linux-Server betreibt oder eine WordPress-Instanz betreibt. Das eine ist dann in dem Fall sind dann klassische C-Packages, im anderen Fall sind es PHP-Libraries. Hier waren es jetzt eben NPM-Libraries. Gut, das ist das Thema Dependency Management. Und Dependency Management ist ja im Prinzip dann auch so indirekt nur das Thema, also von außen gerichtete Dependencies nach innen und die Lizenzen im Blick zu haben, um das mal ganz plakativ und einfach zu formulieren. Jetzt habe ich aber häufig, das wird ja aus irgendeinem Grund im Unternehmen genutzt und häufig, wenn ihr in einem Softwareunternehmen zum Beispiel arbeitet, dann schreiben die eigenen Softwareentwickler auch noch Code dazu. Die nutzen Code, aber schreiben Code dazu, so wie ich die Präsentation für euch geschrieben habe. Da steckt ja auch Intellectual Property drin. Ja? Das heißt, die nächste Frage, angenommen das B ist Contribute und ihr wollt etwas contributen, dann müsst ihr ja wissen, ob dieses geistige Eigentum, was ihr da contributen wollt, ob das überhaupt kontributierbar ist, ob ihr das überhaupt abgeben könnt, ja? Ob ihr überhaupt die Rechteinhaber dort seid. So ein typisches Problem ist immer, die Entwickler sind auf Stack Overflow, finden da zu einem bestimmten Problem eine Lösung, ja, implementieren die und contributen die damit irgendwo hin. Aber es ist vielleicht gar nicht klar, ob der eigentliche Urheber auf zum Beispiel Stack Overflow damit einverstanden ist. Ja? Hat es vielleicht gar nicht explizit unter eine freie Lizenz gestellt oder aus seiner Perspektive her woanders her bezogen. Also Thema Source Code Scanning und Intellectual Property im Quellcode, einfach nur bei der Nutzung von Software und Artefakten. Und dann vielleicht noch ein dritter Punkt, den ich mitbringen wollte, weil ich ihn ganz interessant finde. Wie managt ihr eure Communities? Also jetzt habt ihr bestimmte Leute, von denen wisst ihr, die sind mittlerweile, haben Awareness dafür bekommen, dass die Nutzung von Open Source Artefakten mit Rechten einher, aber auch mit Pflichten einhergeht. Und jetzt habt ihr Leute, die wollen auch contributen und die contributen, die müssen vielleicht auch wissen, dass ihr Source Code vielleicht ab und zu, je nachdem wie viel und wie groß es ist, mal gescannt werden muss oder dass der mal reflektiert werden muss, was da so drin steckt und ob das wirklich euer IP ist, was ihr da freigebt. Und hier habe ich ein spannendes Beispiel, wie ich finde. Kennt jemand Kubernetes? Also wenn ihr Kubernetes nicht kennt, dann ist es nicht so spannend. Aber wenn ihr in Anführungszeichen das Problem habt wie Kubernetes ist eine Orchestrierungsplattform
für Container. Container hat ja wahrscheinlich im IT-Umfeld schon jeder mal gehört. So kleine Böckschen, die sehr portabel sind. Ja, kennt man aus der Logistikbranche. Macht in der IT-Branche auch irgendwo Sinn. Von daher setzt es sich da jetzt auch durch. Und diese Container muss man wie ähnlich auf einem Containerhafen orchestrieren. Muss sie verladen können, irgendwo anders hin deployen können. Ja, technische Begriffe. Und man kann sich schon vorstellen, dafür kann man sehr viel Personal brauchen. Und einerseits, um diese Container zu entwickeln und auch diese Container zu verteilen. Und Kubernetes ist zum Beispiel ein Projekt, da arbeiten über 1000 Personen gleichzeitig mit. Und dann komme ich natürlich, wenn ich jetzt mir nur dieses einfache Beispiel überlege, diese 1000 Entwickler müssen auf unterschiedlichen Maturitätslevel beim Umgang mit Open-Source-Artefakten in der Lage sein, einzuschätzen, wann sie Open-Source unter welchen Lizenzen nutzen und freigeben. Ja, und welche Rechten und Pflichten jeweils auch vom Unternehmen diesen Entwicklern gegenüber ausgesprochen wird. Das ist das Thema Community at Scale. Da gibt es eine Lösung von Kubernetes für, das ist Peribolos. Einfach wer das Problem im Unternehmen hat, kann sich das mal anschauen, das ist super spannend. Da macht man GitOps für Rechtemanagement in Unternehmen, genau, für beliebige, in dem Fall GitHub Repositories. Sehr feingranular, kann ich alles Mögliche steuern, wie Leute eben zum Beispiel Schreibrechte in Repositories haben, Leserechte auf Repositories haben und damit eben zum Beispiel mitwirken können im Open-Source-Ökosystem. In dem Fall jetzt zugegebenermaßen gemünzt auf GitHub. Sehr gut, das war Message Nummer 1. Ja? Seid euch bewusst, dass wenn ihr die nächsten Stufen betretet, entschuldigt, irgendwie irritiert mich hier die ganze Zeit das Mikrofon, wenn ihr die nächsten Stufen betretet, dass es nicht nur ist, ihr verlasst A und kommt in B an, sondern ihr müsst A beherrschen, ihr müsst B beherrschen, dann C beherrschen und ihr müsst D beherrschen. Und gerade angenommen, wir sind jetzt bei D mal im Kopf, theoretisch im strategischen Bereich. Ich habe häufiger schon mal mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, die in dem Umfeld tätig waren. Ein Beispiel Bosch. Ja. Die liefern ihre Software aus in zum Beispiel Embedded Devices, in Lampen, Feuermeldern, you name it, in verschiedensten Komponenten. Und wenn die gegen solche Auflagen, also gegenüber den Pflichten zum Beispiel verstoßen, dann kann das Rückrufaktionen zur Folge haben. Ja? Also die müssen natürlich solche Dinge wirklich rock solid im Griff haben, weil die publizieren nicht einfach ein weiteres digitales Artefakt, sondern die müssen vielleicht mit unter Millionen von realen Artefakten zurückrufen, austauschen. Zweiter Punkt, oder die zweite Message, die ich für euch heute mit dabei habe. Ich glaube, bei diesem Übergang von dem einen Zustand in den nächsten Zustand, ich habe jetzt gerade vielleicht ein bisschen Angst verursacht, weiß ich nicht, war nicht meine Intention, ich wollte ein bisschen Realismus verursachen bei euch, eine realistische Sicht auf die Sache. Und auf jeden Fall gibt es in dem Übergang, gibt es so eine Schnittmenge. Es gibt also Projekte, die ich nutze, zum Beispiel wieder auf das Beispiel zurückzukommen, es gibt Projekte, die ich nutze, an denen möchte ich mit contributen. So. Und jetzt muss ich da recht genau wissen, wie ich das tue. Ja, ich muss die Community kennenlernen, muss das Ökosystem kennenlernen. Und damit stellt diese Fläche, diese Schnittmenge irgendwie so einen Kipppunkt dar. Ja? Also ich muss das da an diesem Kipppunkt beherrschen, um Leute mitnehmen zu können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist das Learning aus den letzten 6 Jahren, wo ich das in der Versicherungsbranche gemacht habe. Man muss so einen Kipppunkt herbeiführen, ja, man muss einen Auflagepunkt, dass der Wechsel von der einen Welt in die nächste Welt möglich wird, muss man irgendwie ermöglichen, dass ich über diesen Punkt hinaus Dinge dann zum Beispiel drehen ins Contribute. Und ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist, so als Learning, man kann das technologisch alles relativ problemlos beherrschen, aber man muss die Menschen irgendwie mitnehmen. Ja. Und ich habe das selber gemerkt, wir haben eine Community of Practice bei uns im Unternehmen gehabt und das war im Prinzip der Punkt, wo wir als Ansatzpunkt hatten, hey, wir machen das jetzt gemeinsam. Wir machen nicht nur das Säbelgerassel, wir schauen uns nicht nur die Probleme an, die vielleicht existieren können, sondern wir überlegen uns Konzepte, die es braucht, um dem entgegenzukommen, schreiben die mal nieder. Von da habe ich gesagt, Vorleben nach Guidelines, ist ganz gut, wenn man das Ganze mal konkret festhält. Man handelt und lebt es vor, nimmt so Leute mit. Und das dauert. Ja? Und dieser Kipppunkt ist dann, glaube ich, erreicht. Wir hatten die Tage, habe ich gesehen, diesen spannenden Input von einem TED-Talk, von einem First Mover und dem First Follower. Ich weiß nicht, ob das auch jemand von euch gesehen hat. Da gibt es so ein ganz tolles, 3-minütiges Video, wo jemand tanzt. Und dann schließt sich der Erste an und der Zweite an und der Dritte an. Und auf einmal ist das eine Crowd und die ganze, und 50, 60 Leute sind am Ende am Tanzen. Ja, aber die ersten zwei, die tanzen, waren die mutig waren. Oder eigentlich sogar der Erste, der gefolgt ist, war der war am mutigsten. Weil der war nicht unbedingt nur der Verrückte, sondern der hat gesagt, das, was der Verrückte macht, dem folge ich auch.
Und ich glaube, das muss man Unternehmen hinbekommen, diesen Wandel auch hinzubekommen, in die jeweils nächste Stufe. Das Beispiel, was ich hier für euch da aus Bern dabei habe, stammt, wer es vielleicht am Logo schon erkannt hat, von Zalando. Zalando, ja, das ist die, die, glaube ich, Schuhe verschicken und versenden und wo man nicht unbedingt denkt, dass die eine sehr valable und gute und aktive Open-Source-Community haben. Mitunter wir in der Versicherungsbranche haben uns auch an ihrer wiederum quelloffenen Dokumentation zum Community-Management orientiert, in größeren Unternehmen. Schaut da mal einfach vorbei. Also sie haben sowas wie eben etwas verleichterte Licensing-Guides zu lesen, Policies, also Erklärungen, Auflagen, die man beachten muss, wenn man eben Open Source im Unternehmen einsetzt oder auch freigibt. Das sind immer so die beiden Dimensionen, in denen man mindestens denkt, also das Adopting und das Releasing. Genau, schaut da mal vorbei und geht vielleicht auch mal vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass die richtigen Ansprechpartner, leider sind sie heute nicht da, aber hier in Berlin zumindest vor Ort sind. Sehr gut, dann habe ich als letztes noch, und damit sind wir auch schon größtenteils durch, und wir haben 10 Minuten, ich glaube, wir haben vielleicht gleich ein bisschen Zeit für Fragen, einfach noch eine Reihe von Links und spannenden Inputs vielleicht für euch, wenn ihr euch eben auf der etwas höheren Ebene nochmal mit den Themen beschäftigen wollt. Und zwar so ein bisschen was, wo ihr nach konkreten Erfahrungen aus Unternehmen schauen könnt, wirkliche Referenzen und weiterführende Informationen. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, ich selber habe bei der Eclipse Foundation geschafft, indirekt. Und wenn Sie das für groß skalierte Industriezweige gewährleisten wollen, dann gründet man bei der Eclipse Foundation sogenannte Working Groups für Industriekollaborationen. Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz reinschauen, dass wir vielleicht mal ein Gefühl dafür bekommen, wer denn da mit wem zusammenarbeitet. Wen ich immer ganz nett finde, ist entweder IoT, da ist zum Beispiel Bosch mit dabei, aber wir können ja mal irgendwas nehmen, OpenRDX ist Autonomous Driving und da schaffen zum Beispiel Bosch und Siemens mit verschiedenen Development-Membern zusammen und schreiben gemeinsam quelloffene Software und geben die frei, auch zum Verbauen in zum Beispiel Embedded Devices. Dann, was ich wirklich finde, was zurzeit herausragend ist, sind die ganze Dokumentation, die entstanden ist, rund um das Thema Linux Foundation, To-Do Group und OSPOS. Sie haben, wenn ihr den Industriebezug haben wollt, da auch eine ganze Reihe von Case Studies freigegeben, wo wirklich die Ansprechpersonen aus den Unternehmen auch quasi rapportieren und berichten, wie sie da vorgegangen sind bei der Implementierung von einem OSPO in ihrem Unternehmen. Man muss zugeben, das sind natürlich hier die Großen. Ja? Also da sind jetzt die KMUs nicht zwingend mitvertreten bei den Case Studies, aber dennoch, ich glaube, wenn man es schafft, das in größeren Unternehmen, und auch hier ist das RIT dabei und vielleicht nächstes Jahr auch die BFH, dann ist das zumindest was, ich glaube, wenn man was Großes verändern kann, dann kann man auch kleine Dinge verändern. Ja? Also das Momentum hier, dass man es in solchen Firmen implementieren kann. Ich habe selber in größeren Firmen geschafft. Es ist nicht zu unterschätzen, wenn es möglich ist, auch solche Dinge hier publik zu machen und zu publizieren. Gut, lokale Ansprechpartner. Ansonsten hier in Deutschland wäre die Open Source Business Alliance, die OSBA. Vielleicht kennt der eine oder andere sie auch. Ansonsten schaut mal gerne auf der Website vorbei. Wir selber sind in der Schweiz ansässig, sind im Verein CR Open auch tätig, hatte ich eingangs erwähnt. Und genau, wenn euch der Versicherungssektor interessiert oder meine Erfahrung im Versicherungsbereich, dann wären das die Links, wo ich das Ganze so ein bisschen rauskondensiert habe heute für den heutigen Vortrag, wo die konkreten eben Guidelines, die wir im Unternehmen gelebt haben, drinstehen oder auch wo wir versucht haben, übergreifend über verschiedene Versicherungskonzerne hinweg Open Source zu verankern. Genau, da findet ihr, also das sind natürlich dann Links erster Ordnung und da findet ihr dann viele weitere Informationen, wenn euch das jeweilige Thema interessiert. Damit bin ich plus minus ein paar Minuten, glaube ich, vor der Zeit fertig, vielleicht zu 5. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit am späten Abend und würde ganz gerne, wenn ihr plus minus mochtet, was ihr gesehen habt und gehört habt, vielleicht bitten, noch eine Minute länger zuzuhören und und zu überlegen. Und zwar möchte ich einfach nur ein Projekt, wenn das in Ordnung ist, was wir zurzeit treiben, hervorheben und betonen. Und zwar haben wir zurzeit als Verein CR Open Crowdfunding lanciert für die Erweiterung von LibreOffice. Und zwar für die Möglichkeit, Audiokommentare auf Slides zu hinterlegen, gerade für Studentinnen und für Studierende. Dass man also Slides nicht nur mit schriftlichen Notes hinterlegen kann, sondern also wirklich eine Slide besprechen kann mit Inhalt und dann abspielen kann, wenn man die jeweilige Slide sieht.
Da haben wir gerade ein Crowdfunding-Projekt, also falls ihr da mitmachen wollt, das Ganze läuft noch 34 Tage bis zum 4. November 2022. Und wir sind im Finanzierungsziel noch ein bisschen hinten dran, aber dann würde ich mich freuen. Ich glaube, wir starten, glaube ich, ab, lass mich nicht lügen, 8 Euro, glaube ich. Und es ist auch in Euro finanziert, es ist nicht mit Schweizer Franken finanziert. Sehr gut, das sollte der kleine Werbeblock noch am Ende sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn es noch die eine oder andere Frage gibt. Vielen Dank. Das? Ja. Gut, dann sind wir jetzt noch offen für irgendwelche Rückfragen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach die Hand heben, dann komme ich mit dem Mikrofon vorbei. Auch ganz... Ja, entschuldigt. Bitte. Gut, dann habe ich eine Rückfrage. Und zwar zum Thema strategische Vorteile für ein Unternehmen, auch mal im Open Source tätig zu sein. Gibt es da Beispiele, die gerade oder mit denen ihr euch schon befasst habt, wo das, also auch wie das dann für eine Firma strategisch von vorteilhaft sein kann? Also natürlich, also weil ansonsten machen Firmen sowas ja seltenst, wenn sie das nicht mit einem Vorteil behaftet sehen. Und ich zeige euch mal ganz kurz einfach die Antwort, zum Beispiel, die das OSPO darauf gibt. Es gibt natürlich Business-Strategien, die man auch daraus ableiten kann, aber die eigentlichen Vorteile, die man in jedem Fall immer hervorheben kann, die an jedem Unternehmen wirken, sind diese hier. Also meistens ist es, dass man sich eben Engineering-getrieben sehr, sehr viel Kosten spart, indem man durch Wiederverwendung eine viel höhere Liefergeschwindigkeit hat bei der Implementierung neuer Features. Also jeder, der sehr wahrscheinlich in den letzten Jahren irgendwelche Frontend-Projekte begleitet hat, also Webseiten gemacht hat oder Ähnliches, das ist da arg durch die Decke gegangen, da muss man fast nichts mehr machen. Wir haben auch heute einige Beispiele gesehen für WordPress-Instanzen und Ähnliches. Also es ist immer irgendwie was mit, hat immer was mit zu tun mit Kosten oder Zeitsparen oder mit der Anpassbarkeit. Das sind so die Hauptargumente, die man eigentlich so anführen kann. Und dann gibt es verschiedene Arten, das zu qualifizieren und auch zu quantifizieren. Es gibt auf der einen Seite, die ich nicht gezeigt habe, und zwar, wo es auf dem, um den Punkt, das zeige ich jetzt doch, weil wir noch die Minute haben. Wenn ich es finde. Entschuldigt, das finde ich meine eigenen Slides nicht. Genau, hier. Hier habe ich auf den Link Source Code Scanning nicht drauf geklickt, aber ich klicke jetzt mal drauf. Weil manchmal ist es auch nett, wenn man einfach eine Dollar-Number oder eine Euro-Zahl sieht. Und wenn ihr zum Beispiel, also was OpenHub hier macht, ist Reverse Engineering von eurem Quellcode. Es gibt so bestimmte Modelle, die beschreiben, wie teuer das ist, eine Zeile Source Code zu produzieren. Und dann wird das umgerechnet auf normale Jahresgehälter in bestimmten Ländern, könnt ihr auch alles einstellen. Und dann kriegt man eine Zahl, einfach nur durch die Nutzung bezüglich der Cost Estimates, ein bestimmtes Artefakt zu schreiben. In dem Fall ist das Git, also einfach der Client, den man benutzt als Versionsverwaltung, kennt vielleicht der eine oder andere, benutzt jeder Softwareentwickler. Und der Estimated Effort bei einem Jahressalary von $55.000 sind knapp 9 Millionen, sind das 9 Millionen oder 152 Personenjahre, das zu schreiben. Und das bei einem Tool, was einfach jeder Entwickler heutzutage frei nutzen kann unter freien Lizenzen. Und also das sind so Zahlen, die kann man ganz gut dann mal wirklich belastbar wem zeigen, in Anführungsstrichen belastbar. Hier ist auch das Berechnungsmodell, die Berechnungsgrundlage hinterlegt und natürlich hat die auch irgendwelche Vor- und Nachteile. Jedes Ding ist irgendwie angreifbar, aber genau, dann hätte man mal so eine Zahl, die kann man irgendwie zur Diskussion stellen. Ja? Und die muss man halt nicht ausgeben, so, und das ist schon mal so. Wenn man einfach nur nutzen möchte, eine Zahl gegen die muss man erstmal anentwickeln. Gut, wenn es noch weitere Fragen gibt, dann... Gut, wenn es noch keine weiteren Fragen gibt, dann... Ach, ja. Oh, tut mir leid, habe ich übersehen. Ich habe hier mit jemandem gesprochen, der will irgendwie so ein Nachhaltigkeitsbewertungstool machen für Verhaltensweisen und so. Und ich hatte mir halt vorgestellt, dass sowas bestimmt schon irgendwie existiert. Und er dann das Rad neu erfinden würde, weil das eine von null, from scratch sehr komplizierte Aufgabe wäre. Und ich frage mich, ob du da was kennst oder wo man da nachschauen könnte, weil ich mich mit den, weil Open Source ist ja mehr dann so für technische
Anwendungen? Und direkte Lösung, entschuldige, kann ich dir jetzt nicht nennen. Ich kenne jetzt keine, die, wo ich sage, da müsste man jetzt nur nutzen und nicht weiter recherchieren. Also ich glaube, diese Messbarkeit von Nachhaltigkeitskriterien, an denen ist zurzeit eigentlich jeder interessiert. Auch die Industrie ist daran zurzeit sehr interessiert. Die nutzen natürlich häufig leider geschlossene Bewertungsmodelle der Ratingagenturen, also ne, durch die SDGs und bestimmte Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien auch der EU. Gibt es ja Investmentstrategien, die jetzt verbogen oder umgebogen werden, in diese Richtung gelenkt werden. Ich glaube, das, was meistens in Unternehmen, einfach um die Antwort zu geben, was Unternehmen jetzt lenkt, ist nicht Open Source und das werden sie auch nicht Open Source machen. Es gibt eine recht gute ein recht gutes Video, ist irgendwie 4 Wochen alt oder ähnliches, zu dem Thema, wo Investmentleute, ich glaube von der Universität Zürich, das auseinandergenommen haben, wie die Bewertungsmodelle, die Nachhaltigkeitsbewertungsmodelle für Unternehmen, wie die korrelieren oder eben auch nicht korrelieren von den verschiedenen Ratingagenturen. Da wird aber eben auch nur erläutert, dass die nicht quelloffen sind und nicht einsehbar sind. Von daher haben sie die reverse-engineert und eben auf Basis der Daten versucht, Korrelationen zu finden. Gut, dann sind wir jetzt auch am Ende der Zeit. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei Markus Thiede und denke, er hat auch nochmal einen Applaus verdient.